Ja, und apropos ferne Länder. Ich freue mich immer sehr, Sie beide hier gesund und munter sitzen zu sehen. Vater und Sohn kommen gerade zurück von einer wirklich spektakulären Reise. In Zahlen geht diese Reise so: 12.358 Kilometer durch 10 Länder in genau 27 Tagen. Oder anders ausgedrückt, in einem uralten VW-Bus von Berlin nach Peking, über St. Petersburg, nach Moskau, Sibirien, bis in die Mongolei und am Ende nach China. Und zwar unter verschärften Bedingungen, nämlich ohne Geld, ohne Sprit und ohne Essen. Man könnte sagen, alles genauso wie früher bei den Kellys, über die er hier mal gesagt hat, unser Geheimnis war eigentlich immer, ein Instrument in die Hand zu nehmen, ohne wirklich zu wissen, was am Ende herauskommt. Wie ist es also, wenn man in einer mongolischen Jurte sitzt und zum ersten Mal vergorene Stutenmilch trinkt? Und stimmt es, dass die Kellys in der Mongolei berühmt sind, während sich die jungen Chinesinnen vor allem für den großgewachsenen, blonden, blauäugigen Nachwuchs interessierten? Herzlich willkommen, Joey und Luke Kelly. Freue mich sehr. Schön, dass ihr da seid. Also, schöne Runde. Luke und Joey Kelly sind bei uns hier. Wir noch mal sehr herzlich begrüßen. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Joey, lass uns schnell ein paar schöne Bilder sehen. Ihr habt eine Reise gemacht. 12.000 und ein paar zerquetschte Kilometer von Berlin nach Peking in einem alten T1, ja? Ja. Los ging es am Brandenburger Tor. Genau, wir sind gestartet. Vielleicht können wir die Bilder mal kurz zeigen. Weil ich, wenn ich mich recht entsinne, endet die, schon diese Sequenz damit, dass der Bulli angeschoben werden muss. Aber das sehen wir gleich. Ja. Was sehen wir da? Genau, wir sind gestartet in Berlin. Und es hat wirklich, also wir sind, die erste Nacht haben wir übernachtet. Luftlinie vom Start ungefähr 200, 300 Meter. Das Auto, die Lichtmaschine, warum auch immer, ist kaputt gegangen. Und irgendwann hatten wir keinen Strom mehr, weil wir halt das Licht angelassen haben. Aber ich wusste, ich kannte das von der Kelly Family. Wir haben früher mit so einem Bus halt gereist. Das war unsere erste Tourbus als Kelly Family. War so ein T1, ja? Auch ein T1. Super. Das muss man sich vorstellen. Pass auf, gleich kommt diese Sequenz, die ich so großartig will. Die Frage, wo ist der Anlasser? Der Anlasser ist hinten natürlich im Motor, aber weil die Batterie leer ist, weil die Lichtmaschine kaputt ist, haben wir halt Menschen gefunden, die uns geholfen haben, halt anzuspringen. Ich dachte, okay, vielleicht ist nur die Batterie leer. Und dann hat das gestartet, nur keine 300 Meter weiter. Das Problem war, die Lichtmaschine hat die Batterie nicht mehr geladen und somit gibt es kein Licht mehr und dann geht der Motor aus. Hätte ich dir auch sagen können. Ja, weil jeder. Hallo? War Standard, oder? War Standard früher. Wir hatten früher als Kelly Family nicht ein T1, davor natürlich ja, aber irgendwann ein Auto, der nie angesprochen haben. Der haben wir über Jahre lang geschoben und das lief auch. Und ich dachte, das wäre das gleiche Problem. Aber das Problem war hier gravierender. Die Lichtmaschine hat gar nicht das Batterie geladen, sondern halt, die hat gar nicht funktioniert. Aber es ist ja irre. Das heißt, du hast so lange, du und deine Geschwister, Autos angeschoben, dass sie irgendwann dachte, das ist normal. Ja, so macht man auch. Markus, das stimmt wirklich. Wirklich? Das stimmt wirklich. Und das waren teilweise keine kleinen Autos, sondern wir hatten früher ein Fahrzeug, Mercedes 709. Das ist der erste, ne? Das ist unsere erste Tourbus. Und man sieht, wir sind eingehalten worden von der Polizei, weil wir ein bisschen zu viel Gepäck hatten. Wir hatten über den Gepäck auch noch die Fahrräder oben mit dem Seil festgemacht. Ne? Diese Bilder kamen erst vor ein Dreivierteljahr raus. Wir wissen gar nicht, wo die herkommen. Wenn man genau auf der rechten Seite sieht, da ist von der Polizei. Da ist er, genau. Rechten Seite, ein Passat. Polizeifahrzeug, wir sind bei der Polizeirevier, wir sind eingehalten worden, wir sollten halt, und wir waren damals schon 9 oder 10 Kinder und plus Eltern in diesem Fahrzeug mit Gepäck, Instrumente und die Fahrräder oben drauf, das war irre. 36 PS hat das Fahrzeug, wir sind wahrscheinlich auf der Autobahn 30 gefahren. Ist das gut. Was wir da gerade gesehen haben, Luke, die Leute haben euch Geld zugesteckt und so weiter. Warum? Wir brauchten natürlich Geld, um den Sprit, Maut, viele Kleinigkeiten auf der Reise natürlich zu finanzieren. Aber weißt du, wie reich dein Vater ist? Weißt du das eine? Ich? Ganz kurz, die Idee war, wir fahren ohne Geld, ja? Genau, wir starten ohne Aber warum? Geld. Ja, weil der Challenge einfach höher ist. Weil dadurch sind wir auch verpflichtet, sag ich mal, Menschen zu finden, die uns helfen.
Ne? Okay. Und das habe ich schon mal gemacht vor einigen Jahren von New York bis L.A. Und die Reise war einfach spannend. In der Reise von 2 Wochen habe ich 180 Menschen kennengelernt, die mich unterstützt haben. Also eigentlich, wenn du Glaubwürdigkeit und Vertrauen schaffst, hilft auch jeder. Ne? Die kriegen natürlich auch Geschenke. Von dir? Ja, wir haben Geschenke mitgebracht. Also, was habt ihr den Leuten geschenkt im Gegenzug? Was haben wir gehabt? So Shamrocks zum Beispiel. Wir Shamrocks, so also Kleeblätter. Also normal sind immer 3, aber wir haben immer im 4. Blatt dazugeklebt. Wir haben noch nie einen 4er gefunden. Und so haben wir die Menschen gesagt, wenn dir uns hilft, kriegst du einen Glücksbringer fürs Portemonnaie. Ne? Und das heißt, ihr seid falsche Pharisäer, Propheten des Glücks seid ihr. Ja, es ist auch so, aber nicht nur. Wir hatten natürlich auch ein paar andere Giveaways. Sie müssen Politiker werden. Sie glauben es nicht, mein Sohn, der Leon, der 16 Jahre jung ist, der war jetzt bis vorgestern 2 Wochen in Berlin im Parlament und hat für die FDP Praktikum gemacht. Für wen? Für die FDP. Und hat mich nicht gefragt. Es ist nicht machbar. Und er wird Politiker werden. Ich weiß auch nicht warum, aber egal. Auf jeden Fall, aber es war schön. Er kam zurück. Der junge Mann möchte ja noch mal weiterkommen, Herr Steinberg. Ja. Das ist ja das Thema. Und, es geht am schnellsten in der FDP. Das nicht so viele. Glauben Sie, dass für einen jungen Mensch das Zukunft ist? Bestimmt, oder? Politiker, ich bewundere alle jungen Menschen, die bereit sind, sich in einer solchen Partei zu organisieren. Ja. Tatsächlich, ernsthaft gesprochen, spüre ich in dieser Generation, die sind nicht unpolitisch, sie sind politisch interessiert, aber sie haben erkennbar eine hohe Distanz, sich in großen Organisationen zu engagieren. Das kann die Gewerkschaftsjugend, Kirchenjugend, Parteien sein. Sie gehen nicht mal mehr in Sportvereine, sondern sie gehen in die Muckibude. Und ich finde es am besten, dass er mich gar nicht gefragt hat. Ja. Der hat es einfach gemacht. Einfach gemacht. Ja. Luke, hat er sich mit dir ausgetauscht? Nein. Er hat, ich wusste, er hat auch sich nur angemeldet. Er hat über Kontakte irgendwie es geschafft, dass sie ihn annehmen. Die FDP. Ja, die nimmt jeden. Das ist kein Problem. Nein, Mann, der Spaß. Stimmt das? Nein. Nein, natürlich nicht. Ich glaube nicht. Nein. Ich finde es toll. Ja, aber meinen Bruder haben die auch mal genommen. Und ist das irre? Der ist 3-mal eingetreten und 4-mal wieder ausgetreten. Du musst dazu wissen, Ihr Kommilitone war doch Wolfgang Kubicki, ne? Mit dem habe ich Examen gemacht. Ja. Okay. Ja. Wolfgang Kubicki, ja. Guck mal, der hat es geschafft. Egal. Wolfgang Kubicki sagte mal bei Bär Steinbrück, wir haben uns damals so gut verstanden als Kommilitonen. Und jetzt, ich zitiere, ist die arme Sau Kanzlerkandidat der SPD. Ja, die wahre Geschichte ist, dass wir beide zur Wahl standen als Sprecher für die Examenskandidaten. Und ich gewann und er verlor. Das hat ihn traumatisiert. Das verstehe ich. Luke, mal ganz kurz zu dir zurückzukommen. Als dein Vater mit dieser Idee kam, du bist ja, sieht man ja auch, wie gemeißelt, ein Riesensportler, sehr erfolgreicher Marathonläufer, Halbmarathonläufer. Du hast hier in Hamburg doch auch, ne, gewonnen, den letzten, was war das? In der U20. U20? Genau, hat er jetzt vor 1,5 Jahren den Marathon gelaufen und kam dann als Erster rein. Super. Und, so, und als dein Vater kam, Luke, mit der Idee, wir fahren mal zusammen ganz weit weg, mal gucken, wie weit es reicht. Was dachtest du da? Ich habe es natürlich im ersten Moment nicht wirklich realisiert. Ich dachte, es wäre vielleicht ein kleiner Joke, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass es ernst war. Und ich habe dann natürlich sofort zugesagt, weil es ist eine Reise, die macht man nicht jede Woche. Ja. War dir klar, ohne Geld, ohne Essen und so weiter, also so wie dein Vater früher mit der Kelly-Familie? Das hat er mir natürlich gesagt. Und ich war davon auch mehr oder weniger angetan, weil es ist interessant, man lernt die Kulturen kennen. Wir waren zum Beispiel einmal in Kasachstan, mitten im Nirgendwo, da kamen wir zu einem kleinen Dorf. Und wir hatten natürlich, wir haben die Hilfe gebraucht von Mitmenschen, da war dann so eine kasachische Familie, die haben uns dann eingeladen und haben uns dann auch Essen gemacht. Und das fand ich auch sehr interessant. Wie habt ihr miteinander kommuniziert? Luke kann Russisch. Wie? Bisschen. Ja, der hat 10 Jahre in der Schule, also der kann genug, dass man halt kommuniziert. Welcher Schule warst du? Ich war auf einer Waldorfschule. Und da habt ihr Russisch gelernt? Ja, 11 Jahre lang. Also nicht 10, sondern 11. Warum hast du Russisch gewählt? Nee, es ist Pflicht. Also ich weiß, wahrscheinlich ist keiner von euch hier, ich nutze jetzt einfach mal. Ja, kein Problem. Ja. Vertraut mit dem Waldorfsystem. Da muss man das machen, was vorgegeben ist. So wie in China. Und wenn, das ist ein sehr schöner Vergleich. Sehr gut. Und wenn.
Es wird denn... Nee, das war schon ganz gut. Der war schon gut. Der war gut. Den kann man so mal stehen lassen. Und viel Spaß dann in den sozialen Netzwerken später. Okay. Alles gut. Er ist nicht mehr bei der Waldorf. Ja. Ich bin nicht mehr Waldorf. Ist ein staatliches Gymnasium. Waldorf war auch nicht das Problem. Alles gut. Und dann? Genau, wir haben die Leute halt nicht nur damit gewonnen, dass wir halt kamen und halt mit diesem Auto. Also Markus, wenn du glaubst, dass dieser Auto, dieser alte T1 Samba halt in Deutschland sehr beliebt ist, der ist in Russland, in der Mongolei und auch in China noch beliebter. Cool, weil da sehen wir dich wild entschlossen auf der Fahrt durch Polen oder wo seid ihr da? Das müsste, nein, das ist schon, ich glaube, Lettland, Estland, Litauen. Ah, okay. Die drei, auch so schön, baltische, Baltikum, sehr schön. So schön. Das ist, bezahlt man auch mit Euro, das ist sehr praktisch, sehr schön. Das Coole daran ist, an dieser Tour ist, dass wir, sobald wir in Polen waren, ist der Sprit einiges günstiger. In Russland kostet der Sprit fast ein Drittel nur, was hier kostet. Das Auto verbraucht so 10, 11 Liter pro 100. Wir sind extra. So habt ihr da gegessen, ja? Ja, klar. Ist das kalt hier? Ist das? Das ist kalt, ja. Kalte Nudeln aus der Dose. Wir haben halt. Also, na, damit fuhr das Auto aber auch, ne? Mit der das Auto. Ja, wir haben ja das Filter von Sprit einige Mal wechseln müssen, weil der Sprit halt Qualität ist. Das Moskau hier, ne? Moskau. Ja. Moskau ist natürlich eine beeindruckende Stadt. Wir haben in Moskau in der Botschaft schlafen dürfen, also direkt davor. Ne, wir haben halt direkt Voraus, davor? Ne? Das ist anders. Der Satz beginnt, wir haben direkt in Moskau davor, in der Botschaft schlafen, also direkt davor. Ne? Okay. Direkt davor, wo es beleuchtet und auch bewacht ist. Wir haben gefragt, ob es möglich wäre. Wir haben uns eingeladen, wir haben da halt irgendwie hier. Wo ist das hier? Das ist schon tief Russland. Ach, herrlich. Wie diese Frauen. Wie heißen die, Luke? Die Babuschkas, meinst du? Genau, richtig. Ja. Die sind auf der ganzen Strecke, gibt es ganz viele Menschen und viele, viele Frauen. Und die halt quasi Obst... Wir haben gehandelt. Wir haben halt auch sehr viel Bekleidung gehabt. Wir haben auch Tennis gehabt, wir haben Schmuck gehabt. Wir haben Kelly-CDs gehabt. Kelly-CDs? Kelly-CDs und Bücher. Aber da kennt uns keiner, aber die fanden es trotzdem lustig. Wir waren aber auch froh, dass sie weg waren. Weil das Auto dadurch leichter geworden ist. Ja, ne? Klar. Wir haben klar. weniger Sprit gebraucht haben. Und das Problem ist, bei diesem Auto, der hat nur einen Tank von 40 Liter. Das heißt, wir kommen so roundabout 350, maximal 400 Kilometer weiter. Und abends am Wochenende sind die Tankstellen halt nicht auf oder so weit kommt man nicht. Deswegen hatten wir Kanistern oben mit genügend Sprit, dass wir halt gut vorankamen. Luke, wer ist der bessere Fahrer? Du oder dein Vater? Mein Vater, ja, auf jeden Fall. Ja. So ein Auto ist auch nicht einfach zu fahren. Also das ist die keine Servolenkung, muss man erstmal lernen. Am Anfang hatte ich schon wirklich teilweise Angst, Markus, weil auch der Bremsdistanz und das Auto, wenn du fährst mehr als 100 km/h, der schaukelt. Also wie viel fährt der? Der fährt, also wir haben, okay, normalerweise hat so ein Auto nur 36 PS, aber ich habe halt auch ein großes Maschine reingebaut, eine 2-Liter Maschine mit 80 PS. Wir haben alles unten neu gemacht, aber die Karosserie haben wir vergammelt gelassen, weil wir für das Vorhaben sehr viel Mitleid gebraucht haben. Also, ist ja praktisch, weißt du? Also wirklich, alles verrostet, aber drunten alles neu. Ja, ne? Super. Also in Wirklichkeit war das ein Ford Mustang, ne? Ja. Nee, Mustang nicht, aber eine Tuning-Maschine. Eine Tuning-Maschine von 2 Liter, 80 PS. Das gab es vor 50 Jahren gar nicht. Ja. Ne? Das ist, das heißt, okay, wir fassen mal ganz kurz zusammen. Also falsche Kleeblätter verschenkt. Mit gefakten Autos unterwegs. Ja. Kein Führerschein. Kein Führerschein. Doch, mittlerweile schon. Schwierig. Ich habe einen chinesischen Führerschein. Ja, machen müssen. Ja, ja. Luke, was ist das hier? Selber im Copyshop gemacht, oder? Nein, vor Ort. Wir haben immer die Grenze, also die Grenze von Mongolei nach China. Ja. Wir haben 48 Stunden gewartet. Das Auto brauchte einen TÜV. Das Auto brauchte Kennzeichen. Also ich brauchte einen Führerschein. Luke dürfte in China nicht fahren. Dann haben wir halt zwei Menschen gestellt bekommen, die uns begleiten und genau vorgeben, wo wir genau hin dürfen. Ja. Und wir haben uns auch dran gehalten. Die waren sehr freundlich, aber haben bestimmt. Und das Kamerateam dürfte nicht filmen, der Fotograf auch nicht. Und die haben sich auch dran gehalten, weil der Kameramann war schon mal da vor 8 Jahren bei den Olympischen Spielen als Tourist, hat gefilmt und die wussten das. Luke, eine Sache noch kurz. Du hast gesagt, das Schönste, mit Abstand das Beste war die Mongolei. Ja. Warum? Es ist einfach wunderschön, unberührte Natur, wie man es aus Bilderbüchern oder aus Dokumentarfilmen kennt. Also es ist null inszeniert, es war wie ein dauerhafter Film. Man ist aufgestanden, man fühlte sich wie im Urlaub eigentlich. Super. Was ist das hier, was wir da gerade sehen eigentlich? Genau, das ist in Russland und Kasachstan gibt es halt
auf der Strecke Parkplätzen und dann gibt es überall diese Rampen. Und diese Rampen, da kann man halt sein Auto halt reparieren. Ist das da gut? Ist das die Rampe für den Lader, ist direkt neben der Straße? Genau, richtig. Also die Autos vor Ort haben Pannen, so wie wir auch Pannen hatten. Ja. Und dann gibt es kostenlose Rampen, wo man ja halt hochfahren kann, dann halt irgendwie Schrauben ja machen und tun. Und das war super. Ja, gut. Man sieht auf dem Foto auch schön, wie umweltfreundlich das Öl das entsorgt ist, ne? Es ist, Markus, es ist wirklich, Gott sei Dank gibt es keine Nahaufnahme. Also, das kann weil ich mir vorstellen. Es ist, die machen auf, lassen laufen und dann oben zack und dann wieder oben drauf. Und das ist, ich weiß, es ist brutal. Das ist Mongolei, oder? Richtig, das ist Mongolei. Schön. Sobald du von der Grenze von Sibirien halt in die Mongolei reinkommst, du hast das Gefühl, das ist wie Filmwechsel. Ja. Es ist sofort eine komplette andere Landschaft. Es ist ja unfassbar. Es gibt nur eine Grenze von Russland in die Mongolei. Und dann gibt es auch nur diese eine Straße, das weißt du, du warst ja selber ja in der Mongolei. Ich liebe die Mongolei, wirklich so. Und ich habe nie Menschen erlebt, wirklich nirgendwo anders, die so nett mit ihren Kindern umgehen, wie die Mongolen. Und Markus, du hast recht, die Kelly Family kennt man in der Mongolei. Du hattest mich damals vor einigen Jahren angerufen. Stimmt, aus Ulaanbaatar. Ich sagte, die geht ran, sagt, hallo. Sag, ja, hier ist Markus Danz. Sag, ja, Markus, wie kann ich dich helfen? Und ich sagte, Joe, ich bin in der Mongolei. Sag, oh, super, und jetzt? Und sagt es, ich bin in einer Kneipe und die spielen hier Kelly-Musik. Ja, stimmt, es war so. Das stimmt. Und das stimmt. Ich dachte, das wäre vielleicht ein reiner Zufall, irgendeiner, der vielleicht ausgewandert ist. Und dann in Russland kennt uns keiner. Und aber in der Mongolei, wir haben in der Hauptstadt halt jemanden gehabt, der uns halt quasi die Permits und Visums und alles gemacht hat. Und die sollten wir besuchen. Und die haben wir auch besucht. Und die hat eine Pressekonferenz organisiert. Super. Und da kamen halt 3, 4 Kamerateams, Fotografen. Wir waren in die mongolische Nachrichten. Wirklich? Ne? Wirklich, André? Es gibt ein Video, wo wir halt in die mongolische Nachrichten und wir haben die versprochen, dass wir mit der Kelly-Family irgendwann wieder zurückkommen. Es wird sehr schwer, aber ich versuch's. Ja, ist das gut. Und dann kamen auch manche Leute, weil ein Aufruf kam, mit Kelly-CDs und Albums. Und dann hatten die CDs, die wir selber noch nie gesehen haben. So wirklich. Eigene Compilations, ne? Best of Kelly Family. Auch mit Musik, die ihr nie gemacht habt? Doch, nein, das weiß ich nicht. Ich habe nicht reingehört. Die haben es behalten natürlich. Ich habe das nur abfotografiert. Und ganz wichtig war zu sehen, zum Beispiel, die haben halt das Foto vorne, die wichtigsten. Also mein Vater war ganz wichtig. Ja. Dann kamen Paddy und Angelo und Patricia. Ich war gar nicht auf dem Cover. Großartig. Wir hatten neulich Frank Schätzing hier, der den Schwarm geschrieben hat, Riesenbestseller. Der erzählte, dass es in China mittlerweile der Schwarm Teil 2 gibt. Den hat er aber nicht geschrieben und er weiß auch nicht, was drinsteht. Sensationell. Luke, was hast du gelernt auf dieser Reise? Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man sehr viel geben muss, zum Beispiel durch eine Geschichte, die mir auch wirklich ans Herz gewachsen ist, nämlich wir haben einmal Tanja und Ivan kennengelernt. Das sind zwei Russen aus dem südlichen Uralgebirge. Mhm. Das ist ungefähr, also auch noch auf der europäischen Seite. Und die sind, haben wir für 300 Kilometer mitgenommen und die haben uns dann am Ende, wir haben die mitgenommen. Man hat auch gesehen, dass sie nichts hatten. Die hatten nur 2 Backpackers mit sich, ein bisschen Proviant, Wasser und halt ein bisschen im Rucksack. Und dann am Ende hat der Ivan, haben wir den rausgelassen und der hat dann ein Messer rausgeholt und wir haben uns dann gefragt, warum holt er jetzt ein Messer raus? Und dann überreicht er das meinem Vater und sagt, dieses Messer habe ich vor 15 Jahren mit meinem Opa geschmiedet und es ist eins meiner letzten Erinnerungen an ihn, aber möchte es dir gerne schenken. Und da merkt man zum einfach, Dank dass, dafür, dass ihr sie mitgenommen habt. Genau. Menschen, die nichts haben, wirklich, man hat es denen angesehen, die haben nichts und geben das letzte Hemd. So ist es. Das war wirklich, wir haben da, also mein Vater hatte dann auch ein kleines Geschenk für ihn. Du hattest die, weißt du noch von Ram? Die Rammstein-Bücher und CDs. Der erfand die gut. Auch schön. Sagte Deutschland, Rammstein. Auch schön. Super. Einmal Peking, eure Ankunft müssen wir uns noch ganz kurz anschauen. Das ist dann schon auf der Fahrt rein, ja? Das ist, nee, das ist China das Wall, ist das ist Great Wall of China. Genau, das ist groß, das sind 40 Kilometer vor China. Und da gibt es überall Millionen von Chinesen. Das ist wie hier im genau, das ist in China, das ist das Ziel, das ist dann halt noch 40 Kilometer weiter. Okay. Genau, und da dürften wir nicht zum Kaiserpalast, das war nicht erlaubt. Der eine Ort,
war doch erlaubt, das ist China Wall, das ist unfassbar. Da gibt es Millionen von Touristen, aber gefühlt zu 99,9% alles selber Chinesen. Ja. Und die ist sehr steil und die ist über 20.000 Kilometer lang. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie Menschen vor 1.000 Jahren sowas gebaut haben. Und da waren wir ein paar Stunden, haben uns das angeschaut, wurde es gemacht. Das ist irre. Wie seid ihr, Luke, zurückgekommen? Geflogen, zurück. Und der Bulli ist wo? Der Bulli war ein paar Tage später auch zurückgeflogen. So haben wir das Auto abgegeben. Ja. Das sieht aus wie ein Kunstwerk, ich weiß. Wir haben es fotografiert. Wir schön haben angepackt, halt, an diesen Containerhafen da abgegeben. War nicht Handgepäck, ne? Nein. Und dann haben die Autos, der Bulli T1 ist relativ klein, wenn man da vor einem steht, ist es wirklich klein, aber den haben die direkt so mit drei Mann, direkt mit Folie und dann mit Dings und verpackt und dann kam schon ein Gabelstapler und dann hat das Ding halt mitgenommen und dann haben wir ein Foto gemacht, wir dachten, das sieht aus wie Gusto, ne? Ja. Und dann war das Auto. Er sieht aus wie eine Kunstaktion. Wir wussten nicht, aber Markus, das Auto innen drinne war auch voll mit Sachen, die wir hatten. Die haben alles rausgeräumt und alles behalten. Was willst du jetzt? Mitleid an der Stelle? Ja, weil zum Beispiel, wir haben zwei Matratzen drin gehabt, die wir im Familienbesitz seit gefühlt 20 Jahren haben. Ja, sei froh, dass sie nicht mehr im Familienbesitz sind. Nein, die wollten wir haben. Die Matratzen, wirklich, die sind ganz schon verhunzt. Aber da sind alle unsere Kinder halt irgendwie, haben da drin getobt. Und die sind weg. Die sind irgendwo in China auf dem Flohmarkt oder so. Und genau, aber Fahrzeug ist zurück und das ist schön. Und es gibt eine neue Tour. Es gibt eine neue Tour? Nächstes Jahr. Da kommt noch mein dritter Sohn mit, also zweiter. Was mit mir? Zu dritt. Du kannst auch mitkommen, Markus. Ja, jederzeit. Aber du hast so viel Zeit hast du nicht. Wie viel? Was macht ihr? Panamerikaner. Oh, von Alaska nach Feuerland, ja? Ohne Geld. Oh. Ohne Geld? Ohne Geld. Das ist ja deine Masche, immer arme Leute ausnehmen. Das habe ich ja jetzt gelernt. Also, danke euch sehr. Luke und Joel Kelly, große, große Freude. Joel, der mir wirklich ein Freund geworden ist damals am Südpol. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, bei Jacqueline Flori.